Hey, du hast es nun zum letzten Video in diesem Lernzyklus geschafft. Dann schauen wir uns jetzt noch ein paar interessante Aufgaben an. Das hier ist Lukas. Er ist ein weltberühmter Architekt und als solcher hat er auch sehr viel mit Mathematik zu tun. Ja wirklich, ohne Mathematik wären Architekten ganz schön aufgeschmissen. Lukas zum Beispiel hat gerade einen neuen Auftrag erhalten, der ihn nach Norwegen führt. Dort soll er eine neue Brücke konstruieren, die es den Bewohnerinnen erleichtern wird, den dortigen Fjord zu überqueren. Er entscheidet sich dafür, die Brücke in der Mitte durch einen riesigen Stahlpfeiler stützen zu lassen. Seine Baufirma hat Gott sei Dank bereits einige solcher Pfeiler lagernd, die jeweils eine Länge von 92,75 Metern haben. Das klingt gewaltig, und das ist es auch, doch sind sie wirklich lang genug? Denn der Fjord ist bereits 78,50 Meter tief, und Lukas muss auch darauf achten, dass unter der Brücke noch genug Platz für durchfahrende Schiffe bleibt, weswegen die Brücke mindestens 12 Meter über dem Wasser liegen sollte. Sind die Pfeiler also für diesen Zweck geeignet? Und wenn ja, wie hoch über dem Wasser wird die Brücke schlussendlich liegen? Wenn wir wissen wollen, wie hoch der Pfeiler aus dem Meer ragen wird, müssen wir uns 92,75 minus 78,50 berechnen. Wir schreiben also die beiden Zahlen an und setzen auch gleich das Komma für die Differenz. Nun können wir loslegen. 5 minus 0 ist 5 und 7 minus 5 ist 2. Da 2 kleiner als 8 ist, rechnen wir 12 minus 8, was 4 gibt, und merken uns die 1. 7 plus 1 ist dann 8 und 9 minus 8 ist 1. Die Träger würden also 14,25 Meter aus dem Meer ragen und sind somit gut für die Brücke geeignet. Daher lässt er einige der riesigen Pfeiler zur Baustelle bringen, wo sie mühsamster Arbeit aufgestellt werden. Doch die Mühe zahlen sich aus, denn die Brücke erleichtert es den Menschen der zwei Dörfer, sich zu treffen. Früher mussten sie an dem Fjord entlang eine Strecke von 5,70 Kilometern zurücklegen, um zum anderen Dorf zu gelangen. Dank der Brücke liegen die Ortszentren nun nur mehr 950 Meter, also 0,95 Kilometer, voneinander entfernt. Wie viele Kilometer Fußweg können sich die Bewohnerinnen nun also ersparen? Stoppe kurz das Video, um es selbst zu berechnen. Schreiben wir also 5,70 minus 0,95 an und setzen das Komma für die Differenz. Da 0 kleiner als 5 ist, rechnen wir 10 minus 5 ist 5 und merken uns 1 für den nächsthöheren Stellenwert. 9 plus 1 ist dann 10 und da 7 wieder kleiner als 10 ist, rechnen wir 17 minus 10 ist 7 und merken uns wieder 1. Und zuletzt ergibt 1 plus 0 1 und 5 minus 1 4. Die Bewohnerinnen der beiden Dörfer ersperren sich also einen Weg von ganzen 4,75 Kilometer und können sich also sehr viel öfter treffen. Sehr gut. Du hast damit auch das Mastery-Video zum Thema Subtraktion von Dezimalzahlen beendet. Wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du nun einen Blick zu den anderen Grundrechenarten mit Dezimalzahlen werfen. Ich freue mich schon darauf, dich in einem dieser anderen Lernzyklen wiederzusehen. Also, bis bald!